Es hat eine wichtige Rolle für den Feminismus gespielt. Es war wesentlich für die Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung. Es hat die Mobilität revolutioniert und ist noch dazu klimafreundlich. Das Fahrrad. Heute gehört das Fahrrad zu unserem Alltag. Regelmäßig sehen wir jemanden an uns oder an anderen vorbeidüsen. Geschichtlich hat das Fahrrad aber schon einiges erlebt. Dieses hier zwar auch, schauen wir aber kurz ein wenig weit zurück. 1817, die Erfindung des Fahrrads. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfand der deutsche Forstbeamte Karl Freiherr von Dreis die sogenannte Laufmaschine, die Draisine. Das erste Fahrrad hatte also keine Pedale, man musste es mit seinen Beinen antreiben. Deshalb war die Angelegenheit vielen anfangs zu wackelig. Als dann auch die Pedale dazu kamen, wurde schnell klar, dass mit Fahrrädern schneller längere Wege zurückgelegt werden konnten als mit der Kutsche. Das steigerte den Beliebtheitsgrad. Jahrhundertwende, die Fahrradrevolution. Ein paar Jahrzehnte später, Ende des 19. Jahrhunderts, gab es dann in Wien allein 70.000 Fahrräder. Aber wie es so oft ist bei neuen Erfindungen, war es vorerst der oberen bürgerlichen Schicht vorbehalten. Wohlhabende Personen, die sich ein sogenanntes Hochrad leisten konnten, benutzten es hauptsächlich in ihrer Freizeit. Wegen seiner Konstruktion war es nämlich nicht wirklich alltagstauglich. Ein Sturz war gefährlich, denn wegen des großen Vorderrades erfolgte er meistens kopfüber. Mit der industriellen Fertigung fand das Fahrrad dann schnell seinen Weg in die sozial schwächeren Schichten und damit auch in die Arbeiterklasse. Vieles wurde damit einfacher und flexibler. Es wurde zum idealen Fortbewegungsmittel für Fabriksarbeiterinnen, Briefträger und die Polizei. Die Wiener Arbeiterinnenbewegung gründete Sportorganisationen und Vereine, die Fahrräder auf Raten kauften. An Sonntagen wurden Ausflüge veranstaltet, um politische Arbeit zu leisten. Flugblätter wurden von nun an vielerorts mit dem Fahrrad verteilt. Der Verband der Arbeiter-Radfahrervereine Österreichs wurde 1893 gegründet. Er war der Vorläufer des heutigen ABÖ. Für Frauen war das Fahrrad eine Art Emanzipationsmaschine, denn es befreite sie aus häuslichen Zwängen und sorgte für mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Dass Frauen radelten, war allerdings ein Bruch mit gesellschaftlichen Konventionen. Weil Radeln vorerst reine Männersache war, hatten viele Frauen mit Anfeindungen zu kämpfen. Das ging sogar so weit, dass pseudowissenschaftliche Thesen aufgestellt wurden. Zum Beispiel, dass Radfahren die Keuschheit oder die Fruchtbarkeit gefährde. Alles, um Frauen vom Radeln abzuhalten. Aber auch die Kleidung von Frauen in Kombination mit dem Rad war für viele eine reine Provokation. Denn um Radfahren zu können, durfte die Mode nicht umständlich sein. Das Korsett war ab sofort unpraktisch und lange Röcke wurden gegen Hosen ausgetauscht. Die Damenhose war damit skandalös und revolutionär gleichzeitig. Für konservative Frauen gab es deshalb auch Fahrräder ohne der oberen Querstange, damit auch mit langen Röcken gefahren werden konnte. Bis heute nennt man diese Modelle Damenfahrräder. Weltweit wurden Ende des 19. Jahrhunderts Damenfahrradclubs gegründet. In Wien gab es 1894 den ersten Wiener Damen-Bicycle Club. Das Fahrrad und die Weltkriege. Die nächsten Jahre waren auch für das Fahrrad keine angenehme Zeit, denn nach dem Ersten Weltkrieg breitete sich langsam das Automobil aus. Im Austrofaschismus wurde eine Fahrradsteuer samt Nummernschildern für Fahrräder eingeführt. Sonderlich beliebt war das allerdings nicht. Im Nationalsozialismus wurde die Steuer dann wieder abgeschafft. Es musste allerdings jedes Fahrrad, das jemand besaß, den Behörden gemeldet werden. Die Nationalsozialisten förderten nicht nur die Massenmotorisierung durch das Automobil, sie wandelten auch Fahrradunternehmen in Rüstungsproduktionsstätten für den Krieg um. Somit war es jahrelang schwierig, Ersatzteile oder neue Fahrräder zu bekommen. Flop und Boom. Nach dem Krieg wurde es dann wieder einfacher, sich ein Fahrrad zu besorgen. Und billiger wurde es auch. Von einer Trendwende kann aber nicht die Rede sein. Obwohl es in den 50er Jahren 1,5 Millionen Fahrräder in ganz Österreich gab, war das Zeitalter des Autos angebrochen. Durch die Massenmotorisierung gab es einen regelrechten Autoboom. Erst mit der Ölkrise und den Umweltbewegungen in den 1980er und 90er Jahren gewinnt das Fahrrad wieder an Bedeutung. Eine alternative Szene entdeckt das Fahrrad als Fortbewegungsmittel im Alltag erneut für sich. Aber auch ein neuer Trend bereitet dem Fahrrad neue Höhenflüge. Das Mountainbike kommt aus den USA nach Europa. Das Fahrrad wird nicht mehr nur dazu verwendet, um zur Arbeit zu kommen. Nun wurde damit auch Sport getrieben. Das Fahrrad heute. Kommen wir zurück in die Gegenwart. Wegen der Klimakrise entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, mehr Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Dafür braucht es allerdings die passende Infrastruktur. Während der Corona-Lockdowns gab es in vielen europäischen Städten Pop-up-Radwege. In Paris sind sie zum Beispiel zu permanenten Radstreifen geworden. In Wien sind sie bald wieder verschwunden. Mit dem Radausbauplan 2021 will die Stadt Wien Fahrrädern aber mehr Platz einräumen. 20 Millionen Euro pro Jahr sollen für den Ausbau von Fahrradwegen zur Verfügung stehen. Bis jetzt wurden aber nur 9 Millionen eingesetzt. Es gibt also noch Luft nach oben. Für Städte, die ihre Infrastruktur besonders radfreundlich umgestaltet haben, gibt es übrigens einen Begriff. Copenhagenize, also Kopenhagenisierung. Das geht auf einen politischen Beschluss in Kopenhagen im Jahr 2011 zurück. Das Ziel der Stadt war es, bis 2015 die weltbeste Fahrradstadt zu werden. Das haben sie dann auch tatsächlich geschafft. Laut dem Copenhagenize Index sind die fahrradfreundlichsten Städte Kopenhagen, Amsterdam und Utrecht. Wien hat es 2019 immerhin mit dem 9. Platz in die Top 10 geschafft. Wien hat großes Potenzial, eine führende Stadt im Bereich des nachhaltigen Verkehrs zu werden. Wenn es endlich gelingt, vorbildliche Fahrradinfrastruktur mit seinem erstklassigen öffentlichen Verkehrssystem zu verknüpfen. Das ist das Urteil des Copenhagenize Index für Wien. Aber es heißt hier auch, zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwer vorstellbar, dass Wien ohne erhebliche Investitionen in eine sichere und zuverlässige Radverkehrsinfrastruktur einen höheren Rang einnehmen könnte. Von Radfahrern zu erwarten, dass sie sich die Fahrbahn mit Bussen und Taxis teilen, ist überholt und unrealistisch. Man würde von einem Fußgänger nicht verlangen, in der Hauptverkehrszeit mitten durch die Neustiftgasse zu gehen. Warum sollten es Radfahrer tun? Würdet ihr dem zustimmen? Das Fahrradfahren ist jedenfalls zu einer Lebenseinstellung, einem Statement geworden. Es hat die Mobilität der Arbeiterinnen und Arbeiter verändert, die Mode der Frau und ist zu einem gesellschaftlichen und umweltpolitischen Thema geworden. Was bedeutet das Fahrrad für euch? Wie kommt ihr mit der Infrastruktur zurecht, im Land und in der Stadt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Teilt dieses Video mit euren Faktenfreundinnen und Faktenfreunden und passt auf euch auf.